Was sehen wir hier? Einen handelsüblichen weißen Briefumschlag, quadratisch. Um es mal mit den Worten von Homer Simpson zu sagen, langweilig. Hallöchen, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie man mit ganz einfachen Mitteln einen solchen Briefumschlag in ein kleines Kunstwerk verwandeln kann, so dass der Empfänger nicht so denkt, ja, Briefumschlag, ne, sondern so, oh, hänge ich mir an die Wand. Das ist das Ziel des heutigen Videos. Augenmerk möchte ich heute legen auf die Distress Oxide Tinten von Tim Holz, beziehungsweise von Ranger. Ich habe hier noch ein paar mehr hier am Rand des Tisches liegen, damit ich eine möglichst breite Farbauswahl habe. Also ich möchte euch ein bisschen was zeigen, wie man mit diesen Distress Oxides einen Hintergrund für einen solchen Briefumschlag oder eben auch Journaling-Karten oder Journaling-Seiten gestalten kann. Es haben sehr, sehr viele mich gefragt, wie benutze ich denn eigentlich die Distress Oxide und was ist da genau der Unterschied zu der normalen Distress Ink? Es gibt ja diese Stempelkissen, wo Oxide draufsteht und Ink. Also ne, beides mal Distress, aber eben dieser Unterschied Oxide und Ink. Und ich möchte gerne heute ein bisschen auf die Reaktion von diesen Oxide-Inks eingehen. Natürlich kann ich das nicht im kompletten, ne, also in allen Einzelheiten erklären. Dafür ist dieses Thema zu breit. Aber ich möchte euch ein paar grundlegende Sachen zeigen, was ihr damit anstellen könnt, um einen Hintergrund zu gestalten. Wie gesagt, das funktioniert natürlich nicht nur auf einem Briefumschlag, sondern auch auf jeglichem anderen Untergrund. Als Fokuspunkt werde ich hier aus so einem Vogelbuch mir ein paar Vögelchen auswählen und die hier so aufbringen, dass sie als Fokuspunkt dienen, aber trotzdem noch Platz genug bleibt, um die Adresse drauf zu schreiben, was man ja bei einem solchen Briefumschlag bedenken sollte, wenn man den verschicken möchte. Irgendwo muss Platz für die Adresse bleiben und irgendwo brauche ich auch noch Platz für die Briefmarke. Ich möchte versuchen, die Frage zu beantworten, wie kann ich trotzdem einen Fokuspunkt erschaffen, wenn ich noch diese zwei Elemente, Briefmarke und Adressschildchen, trotzdem mit drauf habe, dass es nicht zu wuselig wird. Und ja, zusätzlich zu diesen Vögelchen da, werde ich auch noch, wenn ich das vielleicht vorher rausgeholt hätte, wäre das ganz schlau gewesen, ein paar so handelsübliche Schnipsel benutzen. Das hier sind so Buchseiten und hier so ein bisschen Packpapier. Das wird im Groben und Ganzen nebst einigen Stempeln für den Hintergrund auch schon alles sein, was ich hier verwenden werde. Es sei denn, ich komme vielleicht noch auf die Idee, diese kleinen Tickets hier zu benutzen. Ich hatte neulich schon mal einen anderen Umschlag gemacht für das englische Pendant sozusagen zu diesem Video. Da habe ich diese Tickets benutzt und die sind eigentlich ganz cool. Also werden wir das vielleicht hier auch tun. Starten wir also erstmal mit dem Hintergrund. Und dafür ist es sehr hilfreich, wenn man sich zuerst einmal überlegt, welche Farbe hat der Fokuspunkt. Also wenn ich jetzt mir das hier angucke, hier gibt es zum Beispiel so rötliche Vögelchen, wo man natürlich für den Hintergrund dann eventuell eine andere Farbe auswählen sollte, als wenn man so bräunliche Vögelchen hier verwendet. Ich glaube, wir werden nochmal diese roten hier verwenden, wie ich das für das andere, den anderen Umschlag auch schon gemacht habe. Und ich werde jetzt noch keine hier ausschneiden, weil der Hintergrund möglicherweise etwas unberechenbar wird. Also ich werde jetzt eine Technik mit den Distress Oxides anwenden, die relativ unberechenbar ist von dem, was ihr an Ergebnis erhaltet. Und wenn ich jetzt hier irgendwas ausschneiden würde, die zwei zum Beispiel, und würde mir denken, ah, das passt hier hin, und der Hintergrund sagt mir dann aber später was anderes, wäre es blöd, wenn ich das zerschnitten hätte. Deswegen orientiere ich mich zuerst jetzt nur an den Farben, und zwar an diesem fast schon pinken Farbton hier von dem Bauch dieses Vögelchens und dieses. Und das da oben ist ein bisschen noch mehr rot als pink. Ja, schauen wir mal. Die Distress Oxide lassen sich ganz gut auch übereinander layern sozusagen. Also wie sagt man da in Deutsch? Wenn du eine Schicht gemacht hast und die getrocknet hast, dann kannst du eine weitere Schicht drüber tun oder sogar in nassem Zustand kannst du verschiedene Farben miteinander mischen sozusagen, wo du dann ganz coole Effekte bekommen kannst. Ich glaube, ich werde mal hier als allererstes mit diesen beiden gelblichen Tönen
hier hantieren. Das eine ist Fossilized Amber. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oder Ember, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das zweite heißt Wild Honey. Das erste, was ich euch dazu sagen kann, das werdet ihr aber jetzt gleich selber auch sehen, ist folgendes. Wenn ich das hier auf meinen Acrylblock gebe, also das ist ein ganz normaler Acrylblock, den man normalerweise benutzt, um so Clear Stamps draufzusetzen, um dann zu stempeln. Wo ist denn jetzt meine Wasserspritze? Wenn ich das da drauf gebe und spritze das mit Wasser ein, dann schauen diese zwei Farben, Wild Honey und dieses Fossilized Ember, erstmal auf den ersten Blick relativ ähnlich aus. Wenn die dann später allerdings hier drauf sind und vor allen Dingen, wenn sie getrocknet sind, schauen die sehr unterschiedlich aus. Ich gehe jetzt hier so drauf und verteile das erstmal hier irgendwie, ohne nachzudenken. So. Das finde ich doch eigentlich schon mal gar nicht ganz schlecht. Das ist jetzt auch vielleicht nicht ganz blöd, weil das da oben so ein bisschen in die Ecke reingeht und wir dann vielleicht so einen kleinen Farbverlauf kriegen können. Wenn ich diese Technik mache mit dem Acrylblock, da mache ich das eigentlich immer so, wie soll ich sagen, dass es mich selbst überrascht. Also, ne, macht das Sinn? Ich denke da überhaupt nicht großartig drüber nach, sondern ich mache das einfach. Jetzt werde ich das mal so machen. Ich werde hier mal zu Demonstrationszwecken das hier oben einmal anföhnen, sodass ihr sehen könnt, wie das aussieht. Und hier unten lasse ich es feucht, sodass wir das dann später mit der anderen Farbe mischen können. So, jetzt wäre die obere Ecke hier oben mal einigermaßen trocken. Und wie man hier schon erkennen kann, beginnt hier dieser sogenannte Oxidierungseffekt, diese Oxidation der Tinte. Und hier sieht man jetzt ganz eindeutig den Unterschied zwischen der Distress Ink und der Oxide. Denn die normale Distress Ink, die würde nicht in solchen verschiedenen Farben trocknen, sondern eben verhältnismäßig einfarbig. Natürlich, ne, bei der Distress Ink, also diesem Inkpad, wo nur Ink draufsteht, da wo mehr Tinte auf dem Papier ist, wird das natürlich dunkler. Das kann man sich so vorstellen wie bei Wasserfarbe. Wenn du mehr Wasserfarbe auf einer Stelle hast, wird es natürlich da dunkler und an anderen Stellen wird es heller. Wo du mehr Wasser hast, wird es heller. Aber die Farbe verändert sich nicht. Und bei der Distress Oxide im Vergleich zu Ink ist es so, dass die verschiedene Farben auswirft und, was ich festgestellt habe, auf unterschiedlichen Papiersorten auch sehr unberechenbar verschieden. Es kann jetzt sein, dass du diese Farbe Fossilized Ember, sorry, benutzt auf diesem Briefumschlag, die kommt so raus, du benutzt sie auf Aquarellpapier und sie kommt ein bisschen anders raus. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Tim Holz schlägt ja auch verschiedene Papiere vor, hauptsächlich natürlich die, die er selber in seinem eigenen Shop hat, die sozusagen für diese Tinten gemacht sind, aber mit ein bisschen Übung kann man das auf nahezu jedem Papier anwenden. Also ich bin der Meinung, also ich liebe Tim Holz, ja, also ne, auf eine platonische Art und Weise, ihr wisst schon. Aber ich bin der Meinung, man braucht nicht unbedingt diese Papiere, die er vorschlägt. Also ja, hier sieht man jetzt keinen, wer weiß wie großen Unterschied zu der anderen gelben Farbe, obwohl die auf den Deckeln sehr unterschiedlich sind. Also ihr seht auch schon, wenn ich das jetzt draufstelle, das hier soll jetzt ja die Farbe hier sein. Verlasst euch bitte beim Kauf nicht auf diese Farbmuster. Die passen in 99,9% der Fälle überhaupt nicht überein mit dem, was in dem Stempelkissen ist. Ich glaube auch, dass das nahezu unmöglich ist. Da muss jetzt Timmy ein bisschen in Schutz nehmen, das hier oben abzudrucken, diese Farbe, weil wie will man das machen? Das reagiert so unterschiedlich auf den verschiedenen Papieren, dass man gar nicht eine realistische Abbildung der Farbe, glaube ich, hier oben drauf drucken könnte. Aber wenn ihr das mal hier kurz so vergleichen wollt, es ist dem sehr nahe, aber doch irgendwie auch nicht. Ja, das Gleiche, wenn ich jetzt dieses Wild Honey hier drauf tue auf meinen Acrylblock, das ist jetzt dieses Orange, schaut das erstmal dieser gelblichen Farbe ziemlich ähnlich. Wenn ich jetzt allerdings hier Wasser drauf gebe, verändert sich das erstens mal schon. Ist klar, weil die Reaktion findet ja mit dem Wasser statt. Und wenn ich das jetzt hier drauf tue, sieht man relativ deutlich, ich mache das jetzt mal hier unten in dieser Ecke,
vielleicht ein bisschen so, dass das eine komplett andere Farbe ist. Dieses Wild Honey ist wirklich, das schaut wirklich aus wie Honig. Also, ne, das sieht man in der Kamera, glaube ich, relativ gut. Diese Orangeschöne kriegt die Kamera relativ gut eingefangen. Das schaut wirklich aus wie so ein Wildhonig. Also ja, deswegen heißt die Farbe wahrscheinlich auch so. Das macht irgendwie Sinn. Damit wir jetzt da gleich diesen Flip hier auch noch mit einfärben können und das hier nicht verschwenden. Hier sieht man übrigens jetzt die Reaktion relativ gut, was passiert, wenn das mit Wasser in Berührung kommt. Hier seht ihr die einzelnen Bestandteile, die hier schon reagiert haben. Finde ich auch immer eine ganz coole Optik, wenn das da so runterläuft. Um das nicht zu verschwenden, packe ich das jetzt mal hier hinten noch so drauf. Und was man jetzt machen kann ist, das wird jetzt natürlich mit diesem Orangeton auf dem Gelb nicht, wer weiß wie, auffallen. Aber das hier, was ich hier noch habe, das kann ich jetzt in den trockenen Bereich hier oben drücken, um nochmal so ein bisschen mehr Struktur sozusagen hier hinzubekommen. Und hier sieht man jetzt auch, dass die Farbe sich hier drauf legt. Das vermischt sich nicht in etwa, sondern das bleibt da drauf liegen. Und wenn ich das trockne, dann schaut es auch nochmal ganz cool aus. Mach ich mal gerade. Moment. Ja, wenn man ein bisschen doof ist, ne? Also wie ihr seht, hat sich jetzt gerade hier schon ein bisschen was verändert. Entschuldigt bitte. Ich habe aus Versehen nicht auf Aufnahme gedrückt. Nachdem ich eben geföhnt habe, habe ich nicht wieder auf Aufnahme gedrückt. Ich Volldepp. Also, jetzt mache ich das nochmal, so dass ihr das nachvollziehen könnt. Ich mache das hier gerade nochmal trocken und ich erzähle euch jetzt gerade mal, was ich hier gemacht habe und mache das auf der Rückseite dann nochmal. Also, um diese Kanten hier noch ein bisschen interessanter zu gestalten und mit einer anderen Farbe zu versehen, dass diese Vögelchen hier nicht so extrem, ne, gelb, rot, irgendwie fehlt da was Drittes. Es fehlt etwas Drittes, was bisschen das Ganze so ausgleicht. Und deswegen habe ich mir diesen Grünton genommen. Und zwar ist das Bundled Sage. Und was ich jetzt gerade aus Versehen nicht gefilmt habe, das mache ich jetzt nochmal auf der Rückseite. Weil ich das ja hier auch brauche. Da werde ich es jetzt so machen, dass ich das auch hier so auftrage auf meinen Acrylblock. Genauso wie bei dem ersten Schritt schon mit dem Gelb. Dann spritze ich genauso auch hier Wasser drauf. Allerdings hier etwas mehr Wasser, als ich bei dem Gelb gesprüht habe, damit das wirklich richtig flüssig ist. Und dann gehe ich nur mit der Kante des Briefumschlags hier so einig. Dreh das um und lass es da so runterlaufen. Zugegebenermaßen wirkt das hier jetzt etwas eigenartig, weil hier oben an dem Umschlag kein Gelb ist. Ich habe es aber hier auch schon gemacht. Ah, das läuft sowieso gerade hier hin, das ist eh ganz praktisch. Wenn ihr das hier anschaut, dann seht ihr schon, also hier ist das eben außerhalb der Kamera schon passiert, dass sich da dieses Grün jetzt über das Gelb legt und alles, was da drunter ist, das erscheint nochmal in so einem ganz anderen Licht im wahrsten Sinne des Wortes. Und so könnt ihr auch die Farben übereinander legen. Also hier zum Beispiel, ne, ist das auch passiert. Und hier unten seht ihr, wie es aussieht, wenn es auf einer weißen Kante sozusagen ist. Das wird jetzt dann später hier hinten in etwa gleich aussehen. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich vielleicht hier unten nicht nur die Kanten so mache, sondern vielleicht hier tatsächlich nochmal mit diesem Grün so komplett drüber gehe. Dafür ist das jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu viel Wasser. Das macht aber nichts. Wir können hier noch eine weitere Lage drüber machen, wenn uns das zu langweilig noch ist oder zu hell zum Beispiel. Jetzt mache ich das mal so. Und was ihr natürlich auch machen könnt, das kann ich euch jetzt gleich als nächstes zeigen, ihr könnt natürlich das auch in nassem Zustand übereinander layern. Also was ihr nicht machen solltet, ist ne Inkpad nehmen und hier drauf rubbeln, dass da Farbe ist und das nächste Inkpad nehmen und da drauf rubbeln, weil dann versaut ihr euch das Inkpad. Ihr könnt das zwar relativ leicht wieder runterkriegen, indem ihr da mit so einem trockenen Tuch drüber rubbelt, dann ist das wieder sauber, falls euch das mal dreckig wird. Kann ja sein, dass man aus Versehen mal Farben vermischt, aber ihr verschwendet dadurch natürlich relativ viel Tinte. Deswegen sehe ich immer zu, dass das einigermaßen sauber bleibt. Es lässt sich natürlich nicht immer ganz so vermeiden, aber ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Muss ja nicht unbedingt sein. Jetzt überlege ich nur gerade, was nehmen wir denn jetzt hier für eine Farbe noch dazu? Hier ist das jetzt relativ kräftig gelb. Was natürlich richtig cool aussehen würde, wäre hier das Lucky Clover. Das ist so ein richtig krasses Grün und ich habe das neulich mal ausprobiert auf so einem Art Crepe-Papier. Ach so,
und das hat richtig cool ausgesehen, Farben mischen. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Ihr könnt natürlich schon die eine Farbe nehmen und die vorsichtig hierhin drücken, eine andere Farbe nehmen und die daneben hierhin drücken, dann Wasser sprühen und so ineinander verlaufen lassen oder dann draufdrücken und vermischen. Das geht natürlich schon. Aber passt bitte auf, dass ihr nicht die Farben auf die andere Farbe auf euer Pad kriegt. Das wäre ein Foto wert, weil das schaut nämlich mal richtig, richtig genial aus, wie ich finde. So, wie kriege ich das jetzt da drauf gedrückt, dass das nicht sich zur anderen Seite durchdrückt? Naja, selbst wenn, ist ja auch schon wurscht, ist ja schließlich hier so ein Junk-Journaliger Briefumschlag. Geben wir das mal hier so drauf. Ich glaube, dass das ganz cool aussehen kann, wenn das später zurückgeklappt ist, in Kombination da mit dem Gelb. Vielleicht ist das noch ein bisschen knallig, aber schauen wir mal. Trocknen wir das und drücken jetzt bitte auf den richtigen Knopf. So, jetzt regnet es noch stärker. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ihr seht schon, das ist jetzt gar nicht mehr so grün, wie es zu Anfang ausgesehen hatte, finde ich persönlich. Das, diese Kleefarbe hier, dieses Lucky Clover, das trocknet, da ist es auch wieder das Problem, ne? Dass diese Farbe hier auf dem Bild ganz anders aussieht als hier in echt. Belonging to the paper, was du da unter dir hast oder unter der Farbe hast. Das ist jetzt gar nicht mehr so grün, wie es vorher war, aber ich finde es trotzdem reichlich grell im Vergleich zu dem Gelb. Deswegen werde ich jetzt hier noch mal ein paar so Wasserspritzer machen, denn das aktiviert mir jetzt diese oxidierende Farbe. Also alles, was hier so gräulich-bläulich ist, ist das, was eben diese Farbe aussieht, so wie die Farbe aussieht, wenn sie oxidiert ist und eben diesen speziellen Oxide-Effekt hervorgerufen hat. Und wenn ich das wieder runternehme, dann habe ich entweder den Briefumschlag im natürlichen Zustand oder eben diesen oxidierten Effekt, in diesem Fall den oxidierten Effekt. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie gesagt, je nachdem, welches Papier man da hat. Aber wie ihr seht schon, dass hier jetzt nicht der nackte Briefumschlag durchkommt, sondern wirklich die Farbe, die ihr hier auch am Rand schon vorher gesehen habt, wo das eben so bläulich geworden ist, oxidiert. Ja, so. Und was man jetzt natürlich auch machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, hier habe ich so ein Grün. Ach so, soll man da vielleicht an dem Rand auch noch dieses hellere Grün machen? Das wird jetzt wahrscheinlich da gar nicht so auffallen. Ich glaube, da machen wir das ein bisschen anders. Was man jetzt auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, hier oben ist mir das zu gelb. Ich muss mal gerade was holen, eine Sekunde. Da oben ist mir das zu gelb. Und da unten ist mir das zu grün. Ich habe hier eigentlich keine Verbindung, außer diese paar grünen Dinger davon da oben, die aber ja hiervon gekommen sind. Dann kann man natürlich auch nochmal hier Wasser spritzen und so einen Spritzepinsel hier nehmen. Dann vielleicht hier so ein, ja, ich habe gerade nichts anderes, nehmen wir mal das. Irgendwas zum Draufklopfen halt. Und dann kann man das hier natürlich auch relativ gut verspritzen. Ihr seht schon, da wo es jetzt noch feucht ist, da verläuft es so richtig schön. Man kann dem natürlich noch mal ein bisschen nachhelfen, indem man jetzt zum Beispiel so macht. Habe ich mir jetzt gerade mal gedacht, können wir ja mal machen. Da sind das nicht so normale Spritzer. Ne? Das kann man natürlich auch selbstverständlich machen, wie man will. Ich habe jetzt gerade mal Bock darauf, das so zu machen und nicht so normale Spritzer zu haben. So, man könnte jetzt eventuell mit dem Gelb auch nochmal in das Grün spritzen, wie man will. Ich mache das jetzt hier gerade mal so ein bisschen so frei nach Schnauze. Dann trockne ich das mal schnell, dass ich das vielleicht auf der anderen Seite auch noch machen kann und auch noch so ein paar grüne Spritzer da hinzufügen kann. Wenn ihr zum Beispiel euren Acrylblock jetzt heute nicht mehr brauchen würdet, dann könntet ihr die Farbe auch hier drauf antrocknen lassen und am nächsten Tag mit Wasser wieder aktivieren. So müsstet ihr die nicht verschwenden. Ich wische das immer mit diesen Babyfeuchttüchern ab. Die werde ich nicht wegschmeißen, sondern später für Collagen und so weiter verwenden, sodass das eigentlich keine verschwendete Tinte für mich ist. Ja, also nur mal so zur Information oder als Idee. Weil diese Babyfeuchttücher, die sind ja relativ, wie soll ich mal sagen, robust. Kann man auch gut für so kleine Collagen verwenden, in die man so stoffartige Schnipsel oder sowas einbinden will. Okay, das lassen wir mal so.
Der Kontrast am Rand ist mir jetzt aber immer noch zu wenig. Deswegen werde ich hier noch meine Lieblings-Distress-Oxide-Farbe zum Einsatz bringen. Das ist die Forest Moss. Ein absolut wunderschönes Grün, was aber auf manchen Materialien auch ins Gelbliche umschlagen kann. Schauen wir mal, was jetzt heute hier passieren wird. Und ich möchte jetzt versuchen, einfach diesen Kontrast an dem Rand noch ein bisschen größer zu kriegen, dass es fast ein bisschen so aussieht, als wäre das distressed. Ich werde da später zwar noch an dem Rand noch etwas anderes machen, ich möchte aber trotzdem wie so einen Rahmen hier drumherum haben. So, das schaut doch schon mal gar nicht schlecht aus. Dann machen wir das hier auf der Rückseite auch noch. Und ich versuche jetzt hier auch noch ein bisschen diese weißen Stellen irgendwie mit zu färben, während ich diesen Schritt hier mache. Da gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, wie man das machen kann. Das zeige ich euch gleich noch. Weil dieses ganze Gedöns hier, das ist mir noch nicht vintage genug. Diese Vögel aus dem Buch, die ich da ausgesucht habe, die sind sehr vintage, wie ich finde. Obwohl das Buch noch gar nicht so alt ist. Aber ja, einen Moment, ich trockne das kurz. So, da bin ich schon wieder. Das wäre jetzt mal hier das Zwischenergebnis. Und wenn ihr jetzt sagt, mir gefällt das nicht, dass hier so welche Stellen dazwischen sind, dann könnt ihr natürlich die Oxide, das könnte man jetzt auch mit normaler Distress Ink machen, was ich jetzt mache, aber es geht mit der Oxide auch. Ihr könnt euch jetzt so ein Schwämmchen einfach nehmen und diese Stellen, die euch zu weiß sind oder vielleicht nicht vintage genug, einfach hier mit diesem bräunlichen Ton, das ist in diesem Fall Vintage Foto. Ihr könnt natürlich auch jeglichen anderen Farbton nehmen. Das könnt ihr jetzt da so über, wie soll ich sagen, pinseln. Naja, also wie sagt man denn dazu? Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Ihr seht ja, was ich hier mache. Das kann man jetzt da nochmal so ein bisschen ja, vintagiger werden lassen, falls das ein Wort ist. So, hätten wir das. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, alles, was ich jetzt mit dem Acrylblock gemacht habe, könnt ihr natürlich mit dem Bürstchen auch machen. Wenn ihr das mehr verblendet haben wollt und nicht so klare Abgrenzungen von den Farben, wie das jetzt hier der Fall ist, dann könnt ihr das natürlich mit dem Bürstchen auftragen, ineinander verblenden und dann diese Techniken mit dem Wasser machen. Das geht natürlich auch. So, als nächstes möchte ich gerne ein bisschen Schrift hier drauf stempeln. Und da ich später noch weißes Gesso verwenden werde, werde ich jetzt hier eine wasserfeste Tinte verwenden. Dieses ist die Stays on Jet Black. Die ganzen, wobei ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt, die meisten Stays on Tinten sind wasserfest. Also hier steht dann immer drauf Solvent Ink Pad. Das bedeutet, es ist wasserfest. Das heißt also, egal was ich jetzt tue, wenn ich da später noch Gesso oder Wasser oder irgendwas anderes Flüssiges drauf tue, dann passiert da gar nichts. Und deswegen, ja, ist das hier meine Wahl für dieses Hintergrundgestempel hier. Ich nehme jetzt hier erstmal so einen Schriftstempel, weil der relativ neutral ist. Und ja, also ich will diesen Brief später tatsächlich verschicken. Das heißt also, ich werde jetzt hier etwas auswählen, was auf gar keinen Fall irgendwie die Post, wie soll ich sagen, verwirren könnte. Ja, also es gibt ja auch zum Beispiel so welche Stempel wie diesen hier, der wie so eine kleine Marke oder sowas aussieht. Sowas stempel ich da grundsätzlich nicht drauf. Falls jemand, der bei der österreichischen Post arbeitet, zuschaut, Verzeihung, bitte, wenn ich das jetzt so direkt sage, aber ich habe schon so viele üble Erfahrungen gemacht mit Menschen von der Post und Mitarbeitern von der Post. Es mag hier am Ort liegen und an der Intelligenz der Menschen, die hier wohnen, ich weiß es nicht, aber ich will dieses Risiko nicht eingehen. Ach, wenn ich euch erzählen würde, was mir neulich passiert ist. Ihr würdet wahrscheinlich im Dreieck springen. Ihr erzählt es euch lieber nicht. Ja, deswegen nehme ich hier Stempel, die auf gar keinen Fall irgendwie den Postboten verwirren könnten oder irgendeine Maschine, die da, ne, das sortiert oder so. Also, ja. Kein Risiko eingehen. Was auch relativ gut funktioniert, finde ich, sind solche Uhren, weil, ne, so Post und Zeit finde ich immer irgendwie auch so ein Thema für sich. Nicht nur, weil es manchmal Ewigkeiten dauert, bis es ankommt oder es kommt gar nicht an.
sondern es gehört für mich irgendwie, weiß ich auch nicht warum, gehört für mich irgendwie so ein bisschen so zusammen. Und ihr seht schon, ich stempel das jetzt an das dran, was vorher da war. Das hat einen gewissen Sinn, denn ich möchte diesen Hintergrund so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen Tim Holz-mäßig gestalten, denn das würde diese Stempel irgendwie ein bisschen zu sehr aufwerten. Die sind von AliExpress. Ich weiß nicht, wo der hierher ist. Den habe ich mal vom Flohmarkt gekauft. Aber dieser ist von AliExpress. Den möchte ich jetzt nicht mit Tim Holz vergleichen. Aber vom Stil her möchte ich ein bisschen versuchen, das an dieses Skizzierte, was er so oftmals in seinen Designs so drin hat, das möchte ich ein bisschen hier so andeuten. Deswegen werde ich das jetzt so machen. Und dieses Ding hier, das ist jetzt etwas kräftiger, wenn man das stempelt. Warum habe ich das jetzt zugemacht? Das werde ich jetzt auch noch hier hin tun, aber ein bisschen so dezenter. Ah, hier kommt das gar nicht so stark raus, wie ich erst dachte. Auch interessant. Ich habe neulich schon mal so einen Briefumschlag in einem ähnlichen Style gemacht. Also, ne, wie gesagt, für das englische Video. Und da habe ich auch diesen Stempel verwendet. Da ist der wesentlich stärker rausgekommen. Da war das Papier aber auch ein anderes. Ja, aber gut. Damit leben wir jetzt mal. Ein drittes davon hätte ich eigentlich gerne. Aber wohin? Na, hier bleiben zwei. Und hier werde ich das dann hinter den Köpfen von den Vögeln positionieren. Was man jetzt machen könnte, wäre dieses hier mit Mod Podge zu versiegeln, zum Beispiel. Pammy, falls du zuschaust, Pammy von Pammy Style, du hattest mir ja gesagt, dass man die Distress Ink nicht so gut mit Mod Podge versiegeln kann, ohne dass da was passiert. Also wenn du mir bitte mal den Gefallen tun könntest, das andere, das englische Video anzugucken, du bist ja imstande, das zu verstehen, sag mir bitte, hat sich da irgendwas verändert? Also ich habe da Mod Podge drüber gestrichen über den anderen Briefumschlag, da ist nichts, aber auch gar nichts passiert mit dem Zeug da, mit der Distress Ink. Also wie gesagt, da kann ich euch jetzt keine wirklich aussagekräftige Information geben, denn offenbar ist das wirklich papierabhängig. Also, ne, die Pammy hat gesagt, wenn du das versiegelst, dann verändert sich das ein bisschen, das verschmiert, weil es ja wasserlöslich ist. Logisch. Aber ich habe es, wie gesagt, für das andere Video getan und da ist nichts passiert. Ich werde es jetzt hier nicht tun, weil ich wissen will, was passiert, wenn ich hier jetzt mit weißem Gesso drüber gehe, um das ein bisschen abzudämpfen an manchen Stellen. Ich muss aber gerade holen. Moment. Da bin ich auch schon wieder. Denn wenn ich jetzt hier eine Versiegelung drüber streichen würde, dann würde ich ja nicht sehen, wie das da, ne, das Distress Ink mit dem weißen Gesso hier reagiert. Das will ich jetzt aber wissen. So, also, wollt ihr da jetzt noch wissen, nach welcher Logik ich das mache? Also, ich muss mal gerade selbst überlegen. Vielleicht sollten wir zuerst mal den Vogel ausschneiden. Ja, wir sollten zuerst mal entscheiden, welche Vögel wir verwenden. Und ich glaube, wir nehmen die unteren beiden da. Und dann schneide ich die mal gerade aus. Dann kann man das nämlich vermutlich besser sehen, wie das da später werden wird. So, da bin ich wieder. Die sind jetzt irgendwie ein bisschen klein, so, ne? Im Vergleich zu dem anderen Dings da sind die irgendwie ein bisschen klein. Und ich habe auch irgendwie am Anfang behauptet, ich benutze Buchseiten, ne? Warum habe ich das jetzt eigentlich nicht getan, bevor ich da drauf gestempelt habe, ich Volltrottel? Also manchmal, da weiß ich ja auch nicht, was ich tue. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen intelligenter gewesen. Wobei wir dadurch jetzt vielleicht einen Vorteil gewonnen haben, denn wir können jetzt die Optik der Vögel etwas verändern, indem wir da eine Buchseite dahinter kleben, so ein Schnipsel, dann wirken die etwas größer, als sie in Wirklichkeit sind. Als allererstes werde ich aber jetzt trotzdem nochmal die Größe des Adresslabels hier unten bestimmen. Sollte jetzt auch nicht zu klein sein, damit Herr oder Frau Postbote das gescheit lesen kann. Dumm wäre es ja auch nicht, wenn die da so ein bisschen vielleicht. Ja, das gefällt mir aber noch nicht so ganz.
Mal gerade gucken, wie das aussieht, wenn man das hier oben so hin positioniert. So vielleicht. Irgendwie schweben die so in der Luft. Der guckt so auf das Adresslabel so drauf, aber irgendwie schweben die mir so ein bisschen in der Luft. Deswegen überlege ich jetzt gerade, ob ich das vielleicht so machen könnte. Jetzt gucken die alle nach rechts. Na, 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 das geht so nicht. Ich möchte das Adresslabel hier unten haben, weil ich nämlich auch noch etwas von diesem, also dieser mittlere Bereich von dem Umschlag, das gefällt mir am besten. Also dieser Farbverlauf, der hier entstanden ist. Und das ist auch der Grund, ich versuche das jetzt so anzusortieren, dass ich mir das nicht mit Gesso überstreiche, sondern das eben heraushole, indem ich drumherum irgendwo weißes Gesso mache, sodass dieser Bereich mehr ins Auge sticht. Macht das Sinn? Ich hoffe es. Nichtsdestotrotz habe ich da ein Problem. Jetzt versuche ich mal, mir hier welche von diesen Tickets zu holen. Diese kleinen Tickets sind ganz cool, weil man die nämlich teilweise wirklich gut einsetzen kann, um etwas Unauffälliges zu erschaffen, was dem Ganzen aber irgendwie mehr Sinn bereitet. Hier zum Beispiel, wenn ich das hier hinsetzen würde, dann schaut das nicht mehr so aus, als würden die Vögelchen so in der Luft schweben, sondern dieses hier gibt dem irgendwie wie so einen kleinen, so, ich will jetzt nicht sagen Ständer, aber ja, irgendwas, was da nicht durch Zufall ist. Wenn man jetzt so lange um einen Hand gefuchtelt hat, das hinzulegen, ist es ein bisschen blöd, wenn man das wieder runternehmen muss. Ich habe es früher immer so gemacht, dass ich ein Foto gemacht habe davon und habe das dann anhand des Fotos rekonstruiert. Ist ein bisschen doof, wenn man mit dem Handy filmt, weil dann kann man das nicht gleichzeitig machen, bräuchte man einen zweiten Fotoapparat und außerdem ist das viel zu mühselig. Es gibt nämlich eine viel einfachere Lösung, indem man einfach diese Teile jetzt miteinander verbindet, von oben nach unten. Also ich nehme jetzt einfach diese Elemente, die ich hier ausgewählt habe und klebe mir die hier so aneinander, aber eben nur aneinander und nicht schon auf das Ding, also auf den Umschlag drauf. Man kann es auch so machen, dass man das hier so festhält. Jetzt überlege ich nur gerade, schneide mir jetzt hier vielleicht doch gerade einmal noch so ein bisschen hier dieses Weiße raus. Ich werde es jetzt ein bisschen mit weißem Rand hier schneiden, damit es nicht ganz so filigran ist, aber trotzdem, ja, dass es halt weg ist. Man kann es auch so machen, dass man das hier jetzt so festhält und auf der anderen Seite das hier hochklappt und erstmal fixiert. Und wenn man das alles dann später aneinander hat, dann kann man immer noch die einzelnen Kleinteile dann hochklappen, so wie jetzt hier die Füße und diesen Stängel, um das komplett miteinander zu verbinden und das wirklich richtig sicher anzukleben. Aber so hat man die Chance, dass man das ankleben kann, ohne dass einem das irgendwie dann nochmal verrutscht. So, wenn man das hat, dann kann man jetzt dieses ganze Ding, also das ist zugegebenermaßen sehr fragil, aber es funktioniert, hier so runternehmen und beziehungsweise gerade nochmal drauflegen, sorry, und überlegen, wo jetzt das weiße Gesso hin kann, um dem Ganzen, also was ich jetzt mit dem weißen Gesso bezwecke, ist, ich möchte es ein bisschen abdämpfen, den Hintergrund etwas abdämpfen, sodass die Vögel mehr rausstechen und ich möchte das gleichzeitig so ein bisschen Art Journaling Page mäßig aussehen lassen. Das heißt also, ich glaube, wir müssen etwas in diesen Bereich gehen, hier unten hin. Das können wir ja vielleicht mal zuerst tun. Dafür nehme ich mir jetzt einfach das weiße Gesso vom Action. Wenn du das selber auch hast, dann wirst du feststellen, dass das sehr schlecht deckt und das ist in diesem Fall sehr gut, weil wenn das ein sehr hochwertiges Gesso wäre, würde das sehr gut decken und dann wäre dieser Effekt nicht so da. Also wenn du ein teureres, wie sagt man da, hochpreisigeres Gesso hast als das vom Action, dann würde ich empfehlen, das etwas mit Wasser zu verdünnen oder dieses Tuch, mit dem du das vertupfst, etwas anzufeuchten, sodass es nicht komplett deckt.
Ich habe jetzt hier so ein Baby-Popo-Abwischtuch genommen, so ein Baby-Wipe, was schon relativ trocken ist, aber noch so ein kleines bisschen feucht. Und damit tupfe ich das jetzt einfach hier so auf. Nicht zu doll hin und her bewegen, den ganzen Kram, weil das da drunter ist ja wasserlöslich. Also ne, die Distress Ink, die da drunter ist, ist ja wasserlöslich. Und wir wollen jetzt nicht, dass das irgendwie zu sehr verwischt. Ich möchte schon, dass das ein bisschen ja diesen Wisch, diese Wischoptik hat, aber nicht zu doll. Würde ich jetzt hier so rumrubbeln, würde ich mir komplett, was ich da drunter gestaltet habe, würde ich mir das komplett quasi zerstören. Und dann wäre das irgendwann eine Farbe, möglicherweise irgend so ein Grün oder so. Und das will ich natürlich nicht. Ja, und ich hoffe, dass man sieht, dass das jetzt, dass die Vögel jetzt viel extremer rauskommen. Das war so irgendwie so ein bisschen das Ziel, wie gesagt. Aber hier ist mir das noch ein bisschen zu krass. Machen wir hier auch noch ein bisschen hin. Ja. Okay, das schaut schon besser aus. Dementsprechend werden wir das jetzt mal kurz trocknen. So, und hier sieht man jetzt auch noch mal sehr gut, finde ich, wie die Distress Oxide unter diesem Gesso ist. Also es kommen die Farben trotzdem noch durch. Also ihr seht hier trotzdem noch das, was ihr vorher gestaltet habt. Und wenn ihr das vorsichtig genug aufgetupft habt, geht euch, wie gesagt, auch die Struktur darunter nicht verloren. Aber wenn ihr jetzt mal zum Beispiel diese Uhr mit der Uhr vergleicht, das gibt nochmal so einen ganz anderen Touch einfach. Und ich finde auch diesen Unterschied zwischen diesem klar erkenntlichen und diesem ganz interessant. Vor allen Dingen dann, wenn man das später ja wirklich noch richtig so erkennen kann. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, da nichts draufkleben würde, sondern man würde, oder vielleicht nur etwas Kleines als Fokuspunkt, dann kann man da richtig coole Effekte erschaffen. Mithilfe von diesem Gesso über dem Distress Oxide. Und jetzt würde ich aber gerne, weil ich das bei dem anderen Teil nämlich auch schon so gemacht habe. Gott, oh Gott, das könnte jetzt hier ein bisschen herausfordernd werden. Ich würde gerne hinter die Köpfe der Vögel diesen Stempel hier stempeln. Wie gesagt, ich habe das bei dem anderen gemacht und das schaut total cool aus, wie ich finde. Sodass die Köpfe der Vögel jetzt auf dem Weißen noch mal ein bisschen hervorkommen. Warum habe ich das jetzt eigentlich da nicht gemacht, bevor ich es festgeklebt habe? Ich Vollhonk. Das kann ich euch jetzt nicht erklären. So. Und wenn ich natürlich jetzt stemple, ist logisch, dass wenn ich auf dem weißen Gesso jetzt stemple, dass der Stempel wesentlich stärker hervorkommt, als wenn ich das jetzt einfach so stempeln würde. Ich merke jetzt aber trotzdem auch gerade, dass wenn man das mit einer Versiegelung einstreicht, so wie ich es bei dem anderen Umschlag gemacht habe für das englische Video, dann kommt dieser schwarze Stempel wesentlich extremer raus. Man sieht den zwar jetzt stärker als die anderen schwarzen Stempel, ist logisch, weil es ist auf dem Gesso und das andere dämpft das, den Stempelabdruck ein bisschen ab. Aber wenn man das versiegelt, schaut das nochmal ganz anders aus. Also ich glaube, das werde ich das nächste Mal wieder machen, dass ich das wirklich... was ist das denn jetzt da? Dass ich das nächste Mal wirklich wieder versiegle, bevor ich da drauf stemple, ist, glaube ich, die bessere Idee. Jetzt habe ich hier so einen Quatsch in meinem Stempel drin. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so geil. Da war so ein kleiner Fleck von dem Gesso. Ich hoffe, es geht jetzt trotzdem, dass ich den jetzt nicht extra auswaschen muss, sondern hier weitermachen kann. Aber auch wenn das passiert, das könnt ihr einfach mit einem kleinen Bürstchen oder mit einer Zahnbürste oder so unter warmem Wasser dann später wieder entfernen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Sollte euch das passieren. Das war jetzt einfach nur, weil da war so ein etwas größerer Fleck vom Gesso. Das war so ein bisschen so ein angetrocknetes Stückchen. Und das hat sich da auf den Stempel gesetzt, aber das werden wir jetzt mal gerade ignorieren. So. Okay. Dann können wir das hier mal festkleben, würde ich sagen. So, und ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich das Ganze doch noch mit Mod Podge versiegeln werde,
weil ich dann auch die Chance habe, unter diese ganz extremen Ecken hier von den Tickets zum Beispiel, da noch diesen Kleber zu bringen. Also weil Mod Podge ist ja nicht nur Versiegelung, das klebt ja auch. Und jetzt kann ich hier mit dem Pinsel so richtig drunter gehen und das hier wirklich richtig eins werden lassen sozusagen. Ich bin nicht so ganz glücklich darüber, dass das dann später relativ stark glänzen wird. Aber es ist mir wichtiger, dass das heile bei der Empfängerin ankommt, als dass das jetzt hier matt ist. Und ich habe keinen Bock, dass die da so einen Umschlag kriegt, wo da die Vögel ihre Köpfe verloren haben oder sowas. Und mit so einem normalen Kleber ist das echt ein bisschen schwierig, das aufzukleben. Zumal der Briefumschlag ja auch durch die vorige Behandlung etwas wellig geworden ist, was normal ist. Dadurch klebt das Ganze natürlich auch nicht mehr so wahnsinnig gut. Und außerdem kann man dann jetzt gleich noch bei den Vögeln, wenn man das möchte, so eine Art kleine Schattierung machen. Jetzt ist die Oberfläche, wenn ich das alles hier eingepinselt habe, ja sozusagen wieder wasserdicht. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt hier vielleicht noch irgendetwas anderes drauf machen, weil ich plötzlich noch eine Idee bekommen habe oder weil mir das Ganze noch nicht wuselig genug ist oder was auch immer, dann könnt ihr natürlich hier jetzt sagen, okay, ich packe da noch irgendwas drauf, was mir da gerade so einfällt, weil jetzt ist es halt wieder bedingt wasserdicht. Also ihr könnt das jetzt nicht unter Wasser halten, das ist logisch, aber wenn ihr da jetzt irgendwelche Spritzer drauf machen wollt oder zum Beispiel die Schattierung der Vögel mit einem wasserlöslichen Stift vornehmen wollt, dann ist das jetzt wieder möglich durch diese Schicht Mod Podge. Ich trockne das nur kurz. So, in der Kamera seht ihr das vielleicht jetzt nicht unbedingt, wenn es so direkt so liegt, dass es etwas glänzt. Aber wenn ich das so hochnehme, seht ihr, jetzt ist das ein bisschen glänzend. Es ist zwar matt glänzend, aber es glänzt. Also wenn ihr das machen wollt und ihr hasst Glanz, so wie ich normalerweise, dann tut das bitte einfach so nicht, sondern ja, ne? Ihr wisst schon. Wo ist denn jetzt mein Wassertankpinsel? Das gibt's doch jetzt wieder nicht, oder? Habe ich hier schon vorsorglich aufgeräumt. Das ist natürlich nicht so gut. Nehme jetzt hier so ein Stabilo All Pen und gehe hier einmal so ein bisschen um die Vögel drumherum, um denen noch so eine kleine Schattierung zu verpassen. Erstmal ja, kritzel ich hier einfach nur so rum. Ziemlich nah an dem Motiv natürlich, denn der Schatten soll ja nicht irgendwo sein. Und durch das Mod Podge kann ich jetzt, also durch diese Versiegelung, kann ich jetzt hier mit dem Wassertankpinsel drumherum gehen und das hier verblenden, ohne dass irgendwas mit dem Untergrund passiert. Also auf dem Papier hier wäre es ja nicht, auf dem Adresslabel wäre es nicht so schlimm, aber hier oben jetzt zum Beispiel, wenn ich das nicht versiegelt hätte, dann könnte ich nicht hier drumherum gehen, weil sonst das Distress Oxide darunter wieder sich anlösen würde. Und das ist natürlich nichts, was ich haben will. Aber so funktioniert das gut. Und was ich auch festgestellt habe, ich weiß jetzt nicht, ob man das hier so sehen kann, wenn man sowas schattiert, dann kann es passieren, dass an manchen Stellen dieses Flüssige dann, wenn man das mit Wasser angelöst hat, unter das Ausgeschnittene läuft. Also, ne, seht ihr das? Das ist teilweise, wirklich hat sich das hier so reingezogen, sodass jetzt dieser Schatten eigentlich fast wieder verschwunden ist. Wenn einem das zu wenig ist, dann kann man hier natürlich nochmal drüber gehen und mit etwas weniger Wasser dann das verblenden, dass das nicht passiert. Und man kann, wenn man das jetzt nicht föhnt, sondern das einfach so trocknen lässt, dann ist der Effekt mit diesem Reinziehen auch nicht so extrem. Dann bleibt das eher so, wie es jetzt hier ist. Und zieht sich nicht ganz so stark darunter. Aber ich finde das nicht so schlimm, weil so hat man die Chance, dass man den Schatten wirklich ganz nah an den Vogel dran kriegt und dass man nicht einen, so eine kleine weiße Lücke hat zwischen dem Schatten, den man gemacht hat, und dem Motiv, was man da ausgeschnitten hat. Weil das finde ich nämlich hässlich. Das schaut komisch aus. Also mit weiße Lücke meine ich jetzt, die Lücke wäre in dem Fall ja nicht weiß, sondern so wie der Untergrund, ne? Aber manchmal schaut das dann so aus, als wenn der Schatten gar nicht mit dem Objekt verbunden wäre oder in diesem Fall hier mit dem Vogel. Und das finde ich ein bisschen eigenartig. Und dadurch, dass sich das da so drunter zieht, kann man das etwas vermeiden.
Wenn ihr einen solchen Stabilo Allpen nicht habt, dann könnt ihr, wobei ich euch empfehlen würde, euch einen anzuschaffen, weil das ist wirklich für sehr viele Dinge sehr sinnvoll. Dann könnt ihr natürlich auch so eine wasserlösliche Kreide nehmen. Dieses ist die Art Crayon von Marabu. Die kann man hier vorne so rausdrehen. Ist so ein bisschen so ähnlich wie die Faber-Castell Gelatos. Ich habe einfach nur diese, weil es damals von den Gelatos, als ich mir die gekauft habe, kein Schwarz gegeben hat. Habe ich keins gefunden, deswegen musste diese her. Im Verhältnis gesehen sind, glaube ich, diese hier etwas günstiger. Und ich kann vom Handling her und von der Qualität keinen Unterschied feststellen. Die Marabu-Kreiden gibt es auch in verschiedenen Farben. Genauso wie die Gelatos auch. Also ja, zum Schattieren bräuchte man jetzt ja vielleicht nur schwarz, grau und braun oder so, ne? Aber wenn man damit noch andere Sachen machen will, gibt es die auch in verschiedenen Farben, nur so zur Information. Wenn ihr irgendwelche Dinge, an irgendwelchen Dingen interessiert seid, die ich in den Videos hier so erzähle, also irgendwelche speziellen, so wie zum Beispiel diesen schwarzen Stift hier oder auch diese Kreiden, dann schaut doch bitte mal unten in die Infobox. Ich habe da meinen Amazon-Shop verlinkt. Dort findet ihr alle Dinge, die ich in meinen Videos auch verwende, also ne, so, solche Kreiden oder Kleber, Mod Podge oder was auch immer, findet ihr da verlinkt und ihr kommt dann direkt zu meiner Amazon-Seite, wenn ihr da unten auf den Link klickt, da steht Lieblingsprodukte für Junk Journaling und Mixed Media. Für euch sieht das ganz normal aus wie Amazon, ist auch alles natürlich selbstverständlich für euch gleich teuer, wie wenn ihr das nicht über den Link bestellen würdet, also das ist ganz gleich der gleiche Preis, ja Luise ist klar, ganz der gleiche Preis. Wie wenn ihr das nicht über den Link bestellen würdet. Wenn ihr es über den Link bestellt, unterstützt ihr allerdings mich und meinen Kanal, denn ich bekomme dann eine kleine Werbekostenerstattung, wenn ihr das über den Link bestellt. Ich würde mich also sehr freuen, wenn ihr euch irgendwas auf Amazon kaufen wollt, wenn ihr das über diesen Link tun würdet. Dann sorgt ihr dafür, dass ich weiter meine Videos hier machen kann. Also für alle mal, ne, die das schon getan haben. Es gibt ja einige, die regelmäßig über meinen Link bestellen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich immer sehr, vor allen Dingen auch, wenn ihr das irgendwo dann hinschreibt, ne? Also wenn ihr nicht, also wenn ihr bestellt, freue ich mich natürlich. Ich freue mich in erster Linie darüber, dass ihr dann auch coole neue Sachen natürlich habt. Also ich freue mich nicht nur darüber, dass ihr das über meinen Link bestellt habt, sondern ich freue mich natürlich auch, dass ihr euch ja was habt gönnen können, sozusagen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das irgendwo verbreitet, ja, also es gibt sehr, sehr viele nette Menschen da draußen unter euch, die auch, wenn Leute zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe irgendwas fragen, dann auf meinen Amazon-Shop hinweisen und das finde ich sehr, sehr cool. Ich rechne euch das sehr, sehr hoch an, also das sollte ich vielleicht auch mal sagen, da kommt man ja unter normalen Umständen immer nicht so dazu, sowas zu sagen und es tut mir auch leid, wenn das hier so allgemein klingt, ich kann unmöglich alle aufzählen, die das tun, ohne jemanden zu vergessen und ohne hinterher unaussprechlich schreckliche Schwierigkeiten zu kommen. Denn es sind inzwischen so viele von euch, die auch auf meine Videos verweisen und die sagen, ah hier, du hast eine Frage, ja guck mal bei Luises Kanal vorbei. Ich finde es so cool, dass ihr das macht, das hilft so viel und das unterstützt mich so sehr. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und ja, das geht halt einfach auch über das Normale. Ihr schaut euch meine Videos gucken. Seht ihr mal, ich muss mich hier so konzentrieren, das ist so schwierig. Das geht über das Normale. Ihr schaut euch meine Videos an, weit hinaus. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß. Und das ist mit Sicherheit auch nicht selbstverständlich. Und ja, vielen Dank dafür. So, es ist jetzt hier offenbar gar nicht so stark passiert. Das ist auch sehr unberechenbar mit diesem Drunterziehen. Ne? Hier ist es gar nicht so stark passiert. Ich bin jetzt gerade ganz überrascht, dass das doch so aussieht. Ja, so, jetzt schauen die hier so ein bisschen abgeranzt aus. Haben wir noch hier die Rückseite. Ne? Ich werde jetzt die Rückseite hier trotzdem mit dem Mod Podge einstreichen, damit der Unterschied nicht so groß ist. Also seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann, aber hier ist es wirklich richtig so bam und hier ist es so abgedämpft und ich mag das nicht, dass das auf der Rückseite so verschieden ist. Das ist aber wirklich auch der einzige Grund, warum ich das jetzt tue.
So, das ist jetzt mal komplett getrocknet und das fühlt sich jetzt fast ein bisschen so an, wie so ein bisschen so Leder. Fast ein bisschen wie, ich will jetzt nicht sagen Plastik, aber auf jeden Fall sorgt dieses Mod Podge auch dafür, dass das Ganze etwas stabiler noch wird. Also dieses Material an sich von dem Briefumschlag. Und ist denn jetzt hier meine Kritzelunterlage? Nehmen wir mal gerade das hier. Ein völlig unwichtiges Dokument. Denn was ich jetzt gerne am Schluss noch machen würde, ist hier mit dieser Kreide so ein ganz bisschen so einen Rand zu machen, dass das Ganze wie so einen Rahmen kriegt. Man könnte das jetzt auch natürlich ganz normal distressen, wie man das jetzt so kennen würde. Also ne, mit so einem Bürstchen und auch die Oxide Ink benutzen zum Beispiel. Das würde auf dem Mod Podge auch funktionieren. Aber ich möchte gerne in diesem Fall dieses Schwarz hier ein bisschen aufgreifen, was ich auch in der Schattierung von den Vögeln habe. Und wenn ich jetzt hier braunes Distress Oxide verwenden würde, zum Beispiel das Vintage Photo, also das ist das einzige Braun, was ich habe, glaube ich, dann würde das vielleicht ein bisschen eigenartig aussehen. Ich finde jetzt hier den Kontrast mit dem Schwarz ein bisschen schöner. Schaut jetzt auf dem weißen Papier hier vielleicht gerade ein bisschen eigenartig aus. Man muss das ja auch nicht komplett drumherum machen. Versuche das auch immer so ein bisschen unregelmäßig zu machen. Und ich gehe ja einfach nur, wenn ich das hier drauf liegen habe, einfach nur einmal hier so dran lang. Eigentlich setze ich diese Kreide eher mehr auf dem Papier auf, also auf meiner Schutzunterlage sozusagen, als auf dem Briefumschlag, damit ich nicht Gefahr laufe, hier rauf zu malen. Ja, hier vielleicht noch so ein bisschen. So. Okay. Und diese Kreide, die kann man natürlich auch sehr gut verwenden, wenn man jetzt denkt, okay, ich möchte jetzt eigentlich hier noch so ein paar Spritzer machen, weil ne, kein Briefumschlag geht raus ohne Spritzer drauf. Ups, Entschuldigung, jetzt bin ich hier gerade an die Kamera gekommen. Kein Briefumschlag geht raus ohne Spritzer. Außerdem macht es das Ganze noch mal ein bisschen interessanter. Das Rot könnte man hier vielleicht jetzt noch so ein bisschen auflockern. Dann könnt ihr auch einfach so eine Kreide nehmen. Nicht wundern, das ist jetzt die andere. Das ist jetzt hier die Gelato-Kreide. Und ich habe schon manche Leute gesehen, die das jetzt hier so rausmachen. Das funktioniert hier manchmal nicht ganz so gut. Die das so rausmachen und mit dem Pinsel direkt hier drauf gehen, also mit einem feuchten Pinsel und die Farbe direkt hier runternehmen. Ich mache das deshalb nicht, weil es mir passieren kann, dass mir Wasser hier unten in diese Kapsel reinläuft. Keine gute Idee, überhaupt gar keine gute Idee. Denn dann löst sich die ganze Schose hier drin auf und ihr habt eine Riesenschweinerei und ihr könnt später das Ding wegschmeißen. Ich hatte mal das Problem, ihr wisst ja, ich bin hier im Wohnwagen, ich hatte mal das Problem, dass ich über Winter meine Farben nicht mit in mein anderes Zuhause genommen habe, weil ich es nicht mitnehmen konnte. Platzmangel. Und dann waren diese Kreiden hier und es war relativ kühle Außentemperatur. Es ist mein ernsthaft mein Pinsel leer? Glaub's ja nicht. Und das vertragen die offenbar nicht. Wenn die kalt werden, dann die Temperatur sich erhöht, weil man zum Beispiel herkommt und heizt. Und dann fangen die innen drin an zu schwitzen in dieser Kapsel und dann hat man eine riesige. Ja, ich kann das Wort nicht sagen, weil ne, hier YouTube safe for Ort und so, man soll hier freundlich sein und nicht irgendwelche bösen Wörter verwenden, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hatte einen riesen Schlamassel am Start, weil ja, sich das da drin schlichtweg aufgelöst hat. Und das ist natürlich nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer, weil wenn man sich das dann neu kaufen muss, weil das andere hin ist, ist das sehr ärgerlich. So, jetzt spritzen wir mal hier so ein bisschen rum in der Hoffnung, dass man nicht auf das Auge von dem Vogel spritzen, was aber in dem Fall nicht so schlimm wäre, weil ich das einfach mit dem Finger wieder runternehmen könnte, wie hier zum Beispiel. Überhaupt gar kein Problem, solange das nicht trocken ist, kann ich das einfach wieder abwischen. Aber ich finde das jetzt ganz cool, die kriegen jetzt ein bisschen Dreidimensionalität noch durch diese Spritzer. Und ja, das war's mal von mir.
Ich weiß ziemlich ausführlich heute, aber es hatten mich so viele nach diesem Distress Oxide gefragt und einigen anderen Sachen, sodass ich jetzt eben versucht habe, das hier so ein bisschen zu beantworten. Das hier wäre dann mal mein Ergebnis. Ich hoffe, ihr findet das auch schön. Schreibt mir bitte einen Kommentar, ob euch das gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, lasst mich das bitte gerne auch in den Kommentaren wissen. Ich werde mein Bestes geben, das zu beantworten. Das hier wäre dann mal so die Rückseite. Und ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz kreativen Tag. Was auch immer ihr heute tun werdet, möge es euch gut gelingen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ne? Wie ich immer sage, bastelt euch was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.